Willkommen zurück zu Miss Survival. Mit mir ist Selina Survival. Und so, wir wollten heute mit der Kettensäge mal ein bisschen ja, zur globalen Klimaerwärmung beitragen, würde ich sagen. Und ich schmeiß jetzt einfach alles irgendwo rein. Das nicht. Oh, ich vergesse meine Säcke aufzufüllen. Okay, das klang, 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 falsch. So. Ja, komm. Die Nägel, wobei die Nägel, naja, momentan brauchen wir ja hauptsächlich Bretter und das andere. Was zu essen und was zu trinken können. Was zu trinken können wir uns auf jeden Fall jetzt schon geben. Was kann das Schöneres geben, als was zu trinken? So, das ist manchmal mein Gehirn, ja. Das funktioniert so. Ich habe mal irgendwo irgendwas gehört. Ich repariere, glaube ich, erstmal, oder? Wir haben ja noch das gute Metallzeug. Und das ist wahrscheinlich auch da. Also die Ketten sind wahrscheinlich da, um zum Reparieren der Kettensäge. Das ist, dient wahrscheinlich nur diesem einen Zweck. Ah, Nägel auch noch. Stell mir gerade vor, wie man mit Nägeln. Egal, nein. Habe schon. Ey, ohne Witz, ich habe die gerade weggetan und ich habe vergessen, wo ich die hingetan habe. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Nägel herstellen. Ich hole nochmal hier. So. Wenn es nebelt, lasst bitte die Tür zu. Du wirst von diesen Begleitern nur behindert. Wieso habe ich sie aufgehalten? Wieso? Sag mir mal bitte. Wieso habe ich die aufgehalten, dass die da oben nicht verschwinden? Die Sache ist. Ich weiß nicht, ob eine Kettensäge, also eine Kette von einer Kettensäge ausreicht. Na, ich gehe in die Werkbank. Sehr schön. So, dann. Okay. Und nochmal Nägel. Ich bin raus. Tschüss. So. Ah ne, da wollte ich ja gar nicht hin. Der kann jetzt mal gediegen schön daran arbeiten. Repair Item. Ja, Prosit. Sehr schön. Aber so viel bekommen wir ja dann gar nicht durch. Nee? Bin ich mal belegt? Das wird noch was. Das wird noch was. Ohne Witz. Das wird noch was. Gut, du hast ein bisschen Hunger, das ist nicht schlimm. Du schläfst jetzt nämlich mal 3 Stunden durch. Es klang halt gerade wirklich original, als wäre er einfach hinter mir. Ich habe vielleicht ein bisschen Panik geschoben. So, hier oben dürfte ich die aber nicht hören. Wieso höre ich euch hier oben? Entschuldigung. Oh. Tut mir leid. Ich dürfte die eigentlich hier oben. Müsste eigentlich sicher sein. So, jetzt essen wir noch was. Und dann. Auch gut. Essen und trinken. Ohne zu stinken. Also das Essen. Normalerweise stinkt es ja, weil das ist Fleisch. Wo ist Rachel?
Hat einer von euch Rage Locks? Mach die Tür jetzt nicht auf. Ich frage nur für einen Freund. Ach, jetzt habe ich seinen Task unterbrochen. Ja, egal. Das wirst du so nicht zu gebrauchen. So, und? Ich finde es ja schon ein bisschen lustig, dass tatsächlich seine Arme voll behaart sind. Seine Füße, meine aber nicht. Füße, wow. Seine Füße wahrscheinlich auch nicht. Muss ich meine Schuhe ausziehen. Lalala. Ich zerstöre gerne Welten. Sehr, sehr schön, Leute. Jetzt alles mit dem Hammer wieder reparieren. Na, komm. Oh, wir werden die Stöcke auch brauchen. Ohne Witz, wir werden ja überall noch Gatter hinmachen. Damit wir nicht von unserem wunderschönen Podest fallen. Seile, komm, werden wir auch, glaube ich, brauchen. Werden wir sehen. Bark kann man immer gebrauchen. So. Schade, dass man die echt nicht losschicken kann und sagen kann, hier, da liegen lauter Stöckchen. Ich weiß nicht, ob das so schwer zu programmieren ist. So, deswegen sind diese Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob er da nicht drauf kommt. Ja, okay. So, irgend so ein kleiner Teil in mir ist ja echt so. Vielleicht sollte ich das lernen. Und der andere Teil denkt sich so, ja, viel Spaß beim Studieren. Jahrelang. Also das ist ja nicht so, dass du einfach so lernst. Du musst da schon für studieren. Ist ja jetzt kein kurzes Studium. Ey, geil wär's ja. Würde ich eingeschult werden zum selben Zeitpunkt wie unser Kind. Bin gerade auf Wasser gelaufen. So. War das schon alle Bäume? Da habe ich mir was vorgenommen. Wie viel Baum darf es denn sein? Ja. Oh Mann. Stöcke, wichtig. Und ich habe nicht mal den Anfang. Oh Leute, oh Leute. So, da wollte ich ja dann abbiegen. Weiß nicht, ob ich hier nochmal eine Leiter hochmache. Aber das wird sich dann wahrscheinlich wieder mit irgendwas überschneiden. Das sieht dann blöd aus. So. Ah, das will ich. Ach so, vielleicht liegt es auch neben dem Ausguck. Ob man den hat oder nicht, ne? Weiß nicht. So, Moment. Das geht dann da so rein. Aha. Ich würde gerne so ein... Ja, das sieht gut aus.
Das sieht so aus, als wäre das so. Und wenn ich hier noch eins mit Leiter hinmache, dann... Oh, ich weiß nicht, ob das sich mit dem Ding hier ausgeht. Ist generell nicht, ob sich das irgendwie ausgeht. Aber so habe ich das wenigstens alles ein bisschen zu. So. Ja, ein Machtwort gesprochen. Hoffe ich, glaube ich. Wünsche ich mir. Ups. Falsch herum. Falsch herum. Da glaube ich zu sehr drinnen, ne? Ups. Okay, ich glaube, so muss das sein. Weil der Ding da so. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das wird, wenn das fertig ist. Ehrlich. Gimme, gimme more wood. Es ist schon ein bisschen satisfying, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fühlt sich schon gut an. Aber auch weil ich weiß, dass das virtuelle Bäume sind. Das sind keine echten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Mist nicht gemacht. Okay? Ich habe nicht damit angefangen, die Welt hier zu zerstören. Ich habe einen Baum vergessen. Ich helfe nur dabei. Das ist was ganz anderes. Fällt noch. Baum fällt! Nicht? Okay. Stückchen, Stückchen sammeln. Stückchen. Also es ist schon nicht wenig. Ob es wie viel Seil ich herstellen könnte. Oh, da muss ich jetzt zum Beispiel daran denken, oh, so eine Seilbrücke wäre geil. Also generell auch von den Bauten. Ach, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Es ist halt einfach so von den Ideen her. Könnte man halt einfach so viel machen am Bausystem, am XY-System. Andererseits könnte man auch einfach ein anderes Spiel spielen, das das schon einfach hat. Ja. Es gab eine Zeit, da dachte ich weiß, wo Miss Survival hin will. Es halt wirklich so ein Horror-Überlebensgame ist, aber irgendwie. Ja. Irgendwie weiß ich das auch nicht. Ich will jetzt erstmal die ganzen Logs verbrauchen. Denn dann kann ich alle anderen, kann ich zu Brettern machen. Und schon wieder einfach ein Tag rum. Einfach ein Tag rum. So, du stehst auf, baust eine Sache, Tag rum. Ja, okay, gut. Ganz. Aber wenn wir erstmal anfangen, die ganzen Gebäude zu bauen, Leute. Das könnte da ein bisschen mehr werden. Ja, wie gesagt. Ich habe da jetzt richtig Lust drauf und das Problem ist, wir können momentan nicht streamen. Weil wir halt die ganze Zeit hochladen. Und von daher habe ich mir gedacht, hahaha, hahaha. Ja, in Subnautica wollte ich auch mal wieder reinschauen. Da gibt es ja auch neue Updates, also Subnautica Below Zero. Und da wollte ich auch mal wieder vorbeischauen. Wenn das noch alles so klappen würde, wäre das cool. So, ich bin am überlegen, ob ich dann hier so außenrum, also ob ich so ein Geländer baue hier. Oder ob ich dann einfach die Setzkästen überall hinbaue. Weiß nicht genau. Ich weiß es doch noch nicht genau. Ich sehe schon, ich werde hundertprozentig wieder Durst und Hunger bekommen und so. So, das kommt erstmal hier rein.
Okay, das war's dann auch schon. Sehr schön. So. Colas nehmen wir mit. Eine trinken wir nämlich vorm Schlafen gehen, eine nach dem Schlafen gehen. Und dann müssen wir auch nichts mehr essen, weil wir keine Magenschleimhaut haben. Von daher alles gut. Bei den Magenkrämpfen, die wir dann haben, glaube ich nicht, dass wir noch Hunger haben. Wisst ihr? Das ist so ganz einfach, kann man das lösen. Unkompliziert und einfach. Oh, es wird kälter. Es wird langsam dunkel. Du-du-du-dum. Zum Glück haben wir Beine. Auch wenn wir keine Hosen haben, aber wir haben Beine. So. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde die Nacht durchbauen, um am Tag schlafen zu können. Weil ich kann hier nachts sowieso nicht schlafen, weil die Viecher kommen und nachher machen. Wenn hier hoch kommen sie sowieso nicht. Okay. Scott, wie weit sind die Nägel? Ich helfe dir. Ja, ich muss ja ein bisschen so ein Auge auf Scott haben. Scott, wo bist du? Ach, du bist schon fertig mit den Nägeln. Toll, Scott. Ich hätte dir sonst geholfen. Ach, komm. So. Okay. Oh, bitte sei gerade. Bitte. Bitte sei gerade. Bitte sei gerade. Bitte. Ja, es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Moment. Nein. Du wolltest das nicht. Ich wollte das so. So. Okay, okay. Sieht doch super aus. Und jetzt, nachdem wir diese kleine Mauer gebaut haben, können wir diese Plattform hier unten nämlich dafür nutzen, weiterzumachen. So, wir haben jetzt so einen kleinen Verdeckstück. So. Da, 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 da. Na, 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 na. Und? Yep, yep, yep. Sieht gut aus, oder? So, ja. Okay. Und davon bauen wir einfach jetzt 150.000. Überall drumherum. Und dann haben wir so eine kleine Hochburg. Ja? Ja. Okay, die Viecher sind tot. Wir können jetzt nochmal ein paar hundert Stunden schlafen. Weil ansonsten hat er keine Ausdauer. Und wenn er keine Ausdauer hat, dann ist er nicht sehr effizient. Ich merke auch gleich, wir müssen bald wieder... Obwohl, Metallschrott müssen wir noch nicht so schnell wieder farmen gehen. Ja, er hat jetzt ein bisschen Hunger. Ist nicht schlimm. Reichen auch keine 7 Stunden zum Schlafen. Das ist okay. Also werden der Zombie-Apokalypse so verwöhnt sein. Na das. Macht man nicht. So, das gibt Essen und Trinken und dann nochmal was zu essen. So mache ich auch in der Reihenfolge. Erstmal Essen und Trinken gemeinsam. Ein bisschen. Weil dadurch ist das Essen jetzt gleich voll. Das Trinken geht jetzt wieder runter. Ja. Und dann... Ah. Mensch, der hat's gut. Jetzt schau dich mal an, was der alles gefressen hat. Der hat eine komplette Büchse. Okay. Eingelegte Früchte gegessen. Das war's aber noch nicht. Das hat ihm nicht gereicht. Dann hat er nochmal eine komplette Dose
Rindsgulasch gegessen. Das hat ihm immer noch nicht gereicht. Der hat noch eine ganze Dose Cola hinterhergeschüttet. Und das ohne Pause. Ich meine, gut, das reicht ihm jetzt für den Rest des Tages. Ja, okay, eigentlich, wenn man es so sieht, für den ganzen Tag ist es halt wiederum nicht. Also, ich würde sagen, habe ich kein Fuel mehr. Du machst Bäume fällen Spaß. Bäume fällen Spaß. Weh, du rollst weg. Ich hatte für 5 Sekunden, ohne Witz, für 5 Sekunden habe ich mir gedacht, okay, es ist vorbei, das Ding ist kaputt. Ich meine, im Endeffekt ist es auch auf Null. Aber gut, wir müssen auch noch ein paar Nägelchen herstellen, damit wir ordentlich nageln können. Also später. Die Holzpalisaden. Warte. Das macht es irgendwie nicht besser, oder? Egal. So. Okay, wir haben ja noch eine Chain. Wir müssen ernsthaft bald wieder ins andere Gebiet. Und jetzt sind so viele Tage vergangen, dass ich mit euch wetten könnte, dass einfach alle wieder da sind. Ja, ich würde sagen, unser Projekt, Bauprojekt ist hiermit beendet. Nee, das heißt, nächste Folge müssen wir tatsächlich wieder in das andere Gebiet gehen. So. Alter, das dauert halt aber auch immer. Das kann doch nicht so schwer sein. Auch Metall machst du nicht. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal so die Grundidee, wie man halt darauf kommt, wie man aus Metallschrott. Ja, obwohl doch schon. Aber ich würde das doch eher einschmelzen. Ah, ich habe doch keine Ahnung. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Stehe ich dazu? Oh, könnte man das Intermezzo nicht auch hier bauen? Da. Mezzanine. Entschuldigung, nicht Intermezzo. So. Dann kommen die nächsten. Oh, das überschneidet sich sogar hier. Schlimm. Nicht schlimm. Da kommen die dicken Knüppel hin. So. Moment, man kann die so ineinander machen. Sehr schön. Ich glaube, das behalte ich auch so bei, dass ich die so ineinander mache. Weil dann hast du nur einen Knubbel und nicht immer zwei Stück. Weißt du, was ich meine? Ja, toll. Schaut euch das an. Toll. Wow! Entschuldigung. So. Ja, und das ist eigentlich jetzt das, was wir tun werden. Wir werden diesen Boden hier überall hin klatschen, bauen. Entschuldigung. Klatschen tun wir in die Hände. So. Moment, ich will auch, dass es ein bisschen gerade ist. Sieht das denn hier richtig? Okay. Das stimmt schon mal überein. Nein, nein, nein. So, das müsste ja passen. Ah, ich habe ein bisschen. Moment, wir gehen mal in die Hocke. Oh, das Licht aus, weil dann können wir den grünen Schatten viel besser sehen. Ach so. Machen wir es nicht wieder. Weil da muss ich das Ding da hinten gucken. Nee, das sieht nicht gerade aus. Das sieht tatsächlich gerade aus. Oh Gott. Lass mich noch weiter weg. Ich kann das nur näher machen. Ah, Mann. Ich sehe das. Ich sehe das. Ah, okay. Moment. Ich orientiere mich immer nach dem Loch. Okay? Weil wenn ich hier das Ding. Seht ihr das? Wenn ich das Ding hier habe, dann sehe ich das Loch. Wow. Nicht das Loch, egal. Denkt doch, was ihr wollt. Ich glaube, das müsste passen. Ich glaube, es passt.
Doch, es passt. Nice! Ja, unser Grundstein ist gelegt. Tatsächlich können wir hier dann natürlich auch. Doch, können wir. Easy. Wusste ich doch. So. Ja, unser Grundstein ist gelegt. Man kommt nämlich jetzt hier hoch, geht hier drauf und dann wird hier unsere Stadt entstehen. Nach da ausgehend. Das ist halt so unsere kleine Zentrale. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich noch alles hier mit diesem Boden hier zupflastern. Damit wir dann hier auch uns überall hin bewegen können, ohne ständig ins Wasser zu fallen. Andererseits hatte ich mir überlegt, vielleicht lasse ich einmal Wasser, damit ich halt immer Wasser holen kann. Dann kann ich nämlich hier auch noch irgendwie was pflanzen, damit es so aussieht, als wäre es Gras oder. Ich weiß doch auch nicht. Ich habe doch auch keinen Rasen mehr. Wisst ihr, was ich meine? Wie viel haben wir? Oh, ich gehe jetzt was zu trinken holen. Ach komm. Leben am Limit. So. Und was? Ein schöner Mitternachts-Snack. Einen leichten Mitternachtssnack, wollte ich sagen. Ich will nur kurz Wasser holen. Wir müssen den Purifier mal reinstellen. Das könnte doch ein bisschen gefährlich sein, wenn ich weiterhin hier Wasser ge holen gehe. Weil wir haben ja noch unsere Freunde. So. Aber ich glaube, wenn ich draußen schlafe, mache ich einfach echt nichts anders, oder? Mache ich nichts besser. So. Wie immer schläft Rachel einfach vor meinem Bett. Ich habe ihr halt so oft angeboten, dass sie ja mal bei mir aufs Zimmer kommen könnte. Und das ist das Ergebnis. Sie ist tatsächlich auf mein Zimmer gekommen. Ach, lass es doch einfach. Ihr kommt doch sowieso nicht an mich ran. Guten Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Erstmal am Anfang steht sie auf. Früh morgens macht sie was. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ey. Mach mir nicht die Tür vor der Nase zu. So. Okay. Also, wir haben die erste Lage fertig. Ich würde sagen, wir fangen an mit der zweiten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich bis da vorne. Ja, doch, ich gehe bis da vorne hin, oder? Das Einzige ist halt. Was ist denn. Das ist eine gute Idee. Das wäre eine gute Überlegung. Was ist denn, wenn ich nochmal einen Turm baue, den aber so schief baue? Weißt du, was ich meine? Ja, können wir mal machen. Könnte man mal machen. Badababam. Könnte man mal machen. So, jetzt kommen die. Ah, das ist jetzt die Sache. Moment, ich dreh's mal rum. Ich dreh's mal rum. Dann kann ich nämlich die Dicken in die Dicken machen und die Dünnen in die Dünnen. Das klang so komisch. Aber ich sag's mal so, jedes Loch hat dann seine richtige Füllung. Das klang besser. Entschuldigung. Ich darf nicht lachen. Nicht lachen. Nicht lachen. Ja. So ist, glaube ich, tatsächlich perfekt. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt brauche ich einfach das Holz nicht, weil es verbuggt ist. Ja, man wird mir wohl noch wünschen dürfen. So. Hui. So, man hat halt hier einen Aufgang, da einen Aufgang. Ach, super. Super, das läuft, oder? Das läuft doch einfach super. Ach, das ist Fuel, okay. Da muss ja auch nur ganz normaler Sprit rein, oder? Ich habe mich schon gewundert, wieso da einfach steht,
dass ich noch Fuel, also dass da noch Prozentzahl steht, aber das Ding trotzdem kaputt ist. Habe ich mich gewundert. Jetzt verstehe ich's. Get Fuel. Na, geht nicht. Okay. Die sind ja, glaube ich, alle leer. Nice. So, das Ding war fast leer. Hier waren... Ich habe nicht genau darauf geachtet, aber ich glaube, es waren 90. Also das heißt, 30 Milliliter gehen da rein. Sehe ich das irgendwo? Also ihr dürft mich gerne korrigieren, aber ich glaube 30 Milliliter. Ich meine, es waren noch 60% oder so. Ich dachte jetzt ernsthaft, der macht da irgendwie so einen Liter rein oder so. Also ich habe keine, privat keine Kettensäge. Ich weiß nicht, wie viel in so eine Kettensäge normalerweise reinkommt. Ich hätte nur gedacht, mehr als 0,30. Oder ich missverstehe jetzt gerade die Größe von allem. Manchmal wirken Dinge halt auch größer. Also jetzt die Maßeinheiten meine ich. Was habt ihr, Ferkel, schon wieder gedacht? So. Ich würde auch sagen, wir bauen jetzt dann erstmal ganz viele Baumstämme. Wie leergerodet das dann auch einfach aussieht. Nice. Zwei Türme. Dun, dun, dun. Oh. Seht ihr das? Ich könnte es tatsächlich so machen. Dass ich mich hier dann zum Haus hinbaue. Und dann übers Dach laufen kann. Und von beiden Seiten es einfach gleich habe. Ihr wisst, was ich damit meine, oder? Das ist, es ist einfach so, also wirklich so übergängig ist. Ja, ich meine, klar, man hat die Pfosten dann überall, aber ganz ehrlich, man hat überall Pfosten. Auf der ganzen Welt laufen sie rum. So. Dreh dich. Oh, wir sind schon wieder drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Folge machen wir weiter. Ich hoffe, es gefällt euch noch. Wobei, wisst ihr was? Wir werden die Kettensäge früher oder später sowieso reparieren müssen. Und da ist wirklich, also die nächste Folge ist jetzt die letzte Folge, die ich aufnehme. Und von daher würde ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt dann einfach nächste Folge zusammen nochmal ins neue Gebiet gehen. In der Hoffnung, die Sniper sind noch nicht respawned, aber ich glaube, so viele Tage, wie ich übersprungen habe, sind die safe. Sowas von safe da. Und von daher, ja, ich werde das eine jetzt noch zu Ende bauen. Vielleicht werde ich mich auch noch zum Haus bauen. Also wir werden nicht gleich sofort am Anfang der Folge losstürmen. Ich weiß ja jetzt auch, wie ich die... Warte. Wo klingen die nämlich? Ich hoffe, ihr habt das gehört. Andererseits, ob das so gut ist, wenn ihr das gehört habt. Ich weiß es nicht. Gut. Achso, ich habe keine Bretter hergestellt. Nee. Nee. So, ich glaube, ich baue mich aber erst zum Haus, damit ich mich dann ums Haus herum bauen kann. Und dann hier auf der anderen Seite rauskomme. Weil ich glaube, dass das cool aussehen wird, wenn alles symmetrisch ist. Dann bauen wir wahrscheinlich hier vorne noch eins hin, oder? Oder nee, wir lassen das so. Wir lassen das so. Dass das so eine Einbeugung hat und dann zack, geht's durch. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich dann überall so einen Wall baue. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich das einfach so drumherum ziehe. Und das dann halt einfach so aussieht wie so eine Grundburg. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie wir das im Endeffekt machen. Ich das im Endeffekt mache.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Thank you.